Und herzlich willkommen wieder zurück zu Demon Ah! Ace Attorney Justice for All. Ja, unser guter Maxi begrüßt uns wieder. Oh, meine beiden Herzchen, willkommen in der Strafanstalt. Hat er mich gerade Herzchen genannt? Schon wieder. Was steht heute an? Womit kann ich euch helfen? Nun, wir haben einige wunderbar, fantabulös. Ich meine fabelhaft. Deswegen sind wir nochmal bei Ihnen vorbeigekommen. Was stimmt denn nicht? Mach kein so furchterregendes Gesicht. Na schön, Max. Lassen Sie uns etwas absolut fabelhaftes daraus machen. Verdammtes Arsch. Nimm den! Billy Bob Johnson. Ja, Billy Bob Johnson. Auch seine Karten fallen zu lassen. Treffen mit Russell Berry. Gestern Abend haben sie sich mit dem Zirkusdirektor getroffen, nicht wahr? Um über ihr Gehalt zu reden und so. Genau. Wir haben eine Vereinbarung zum Gehalt aus dem alten Vertrag getroffen. Ist das die Wahrheit? Die ganze Wahrheit? Was meinst du denn damit? Sie sind also nur in sein Büro gegangen, um ihr neues Gehalt auszuhalten. Ich hasse Lügen und Lügner hasse ich noch mehr. Was willst du an Dalla? Hast du irgendeinen Beweis, dass gestern Abend nicht nur von dem Geld? Haben wir das? Max Gar, er bekam seit einem viel mehr Lohn. Die lagen auf dem Tisch im Zimmer des Zirkusdirektors. Sie haben nicht gelogen. Sie haben tatsächlich eine nette Gehaltserhöhung bekommen. Gibt es ein Problem damit, wenn man gut bezahlt wird? Nicht mit der Bezahlung, nur mit dem Datum. Es ist auf letzte Woche datiert. Max, Sie haben Ihre Gehaltsverhandlungen schon vor einer Woche abgeschlossen. Fabelhaft! In Ordnung. Ich sage dir die Wahrheit. An jenem Abend, der Zirkusdirektor bestellte mich auf sein Zimmer. Rief sie zu sich? Warum hat er das getan? Tut mir leid, Herzchen. Das ist reine Privatsache. Der Zirkusdirektor hat ihn zu sich gerufen. Ob es da ein Problem gab? Max, vielleicht könnten Sie mir sagen, wovon die Rede war? Tja, nicht wenn ich muss. Ist das hier nicht der Grund, warum der Zirkusdirektor Sie auf sein Zimmer bestellte? Eine Profile, das Mädchen. Falsch. Nein, Süßer, das war's nicht. Oh. Oh. Wieso? Was nicht. Dann? Nein, 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 nicht verschwinden lassen. Nein, 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 nein. Warum hat er ihn auf den Zimmer bestellt? Wissen wir das schon oder noch nicht? Wir stoppen erstmal. Ich komm gleich wieder zu dir zurück. Ja, halt's Maul, Phoenix, wir wissen. Nein. Hab ich mit dir noch geredet? Aha, guck mal, wir haben hier neues Zeug. Ach, du meinst wohl von den Dinosauriern? Wie geht es den vorsintflutlichen Unviechern? Urviechern? Ja, die Eifersucht, Herzchen. Nein, ich werde das nicht buchstabieren. Sie sind absolut eifersüchtig auf meine absolut fabelhafte Person. Leute, die was verstehen, erkennen die offensichtlichen Unterschiede zwischen uns. Leute, die was verstehen. Mein Zuckerherz zum Beispiel. Tina versteht also. Ich beabsichtige sie zu heiraten. Sie ist meine Zuckerherzchen-Prinzessin. Ja, ich kann nicht glauben, dass ich heterosexuell bin. Ich auch nicht. Komisch, Regina hat gar nicht erwähnt, dass sie den Witz bald heiraten möchte. Sie haben den Zirkusdirektor in der Nacht des Mordes getroffen. Ja, ich war so gegen 22 Uhr bei ihm, nachdem ich mit der Probe fertig war. Ich ging sofort zu ihm, als wir fertig waren. Ja, davon habe ich gehört. Er musste mal raus, also habe ich in seinem Zimmer auf ihn gewartet. Du darfst einen alten Knacker reden. Entschuldige bitte, Max. Ich muss mich mal eben um etwas kümmern. Macht es dir was aus, hier auf mich zu warten?
Draußen ist es ziemlich kalt. Wo ist denn dein Mantel? Ist schon in Ordnung. Ich bin gleich zurück. Ich sollte nur in etwa 10 Minuten da sein. Und dann? Ich habe auf ihn gewartet, aber er ist nicht zurückgekommen. Bist du zu dem Platz gegangen, wo die Leiche entdeckt wurde? Möglich. Der Schneefall hatte etwas nachgelassen, aber es war noch immer sehr kalt. Aber ich habe keine Ahnung, was er vorhatte. Komm wieder zu dir zurück, ich sag's dir. Oh Gott, nein! Krebs! Hey, du stimmst ja auch nicht. Hey, du. Nein, Max! Wo ist Max im Moment? Das weißt du nicht? Nö. Ja. Oder achso, haben wir schon gehabt. Weißt du, habe ich ihren Vater schon präsentiert? Ja. Hast du. Nachdem die ja, hab ich. Okay. Willst du wissen? Oh, hier ist die Cafeteria, da waren wir noch gerade. Yeah. Ganz vergessen. Ihhh, dieser Ort ist eklig. Das muss wegen gestern Abend so sein. Sie hatten wegen des Mordes keine Zeit, nach dem Abendessen aufzuräumen. Das erinnert mich daran, was sagte Mo noch? Er sagte, dass Max Ben gestern Morgen hier eins auf den Kopf gegeben hätte. Er sagt auch, dort muss etwas Interessantes geben. Nick, meinst du, er meint interessant? Frag mich. Ah. Hier ist eine Flasche auf dem Boden, die ist zerbrochen. Oh Nick, ich will umbrechen, die auf dem Kopf gegeben, die schmecken super. Oh, Freunde, was hat das Bunte gefällt? Eine zerbrochene Flasche liegt mitten im Raum auf dem Boden. Danke, was soll das bedeuten? Da muss es etwas Interessantes geben. Sieht aus, als müssten wir nochmal zurückgehen und erneut mit ihm reden. Ihm? Jetzt haben wir eine zerbrochene Flasche und jetzt können wir Leute aufpieksen. Okay, auf geht's. Jetzt dürfen wir seine Blockade zerbrechen und ihm damit füttern. Dann kotzt alles aus. Okay. Warte mal. Das ist eklig. Ja. Also, mein Freund. Bam. Okay, ich war schon da. was war das erste Gehalt, die Rede hier? Wir hatten wir alle schon. Ah. Oh. Oh, yeah. Okay, ist das denn, warum ist er auf sein. Diese Orangensaft oder auf. Oh nein, er hat die Flasche zerbrochen. Wurden Sie nicht deswegen an jenem Abend in das Zimmer des Zirkusdirektors gerufen? Wo hast du die? Aus der Cafeteria. Aber das haben Sie schon gewusst, nicht wahr? Natürlich. Ich kann kaum glauben, dass unser Zirkus eine eigene Cafeteria hat. Sie ist heruntergefallen und zerbrochen. Er verschweigt immer noch etwas. Max. Was ist denn, mein Herzchen? Sie ist nicht heruntergefallen und zerbrochen. Sie haben die Flasche benutzt, um... Jetzt musst du Dings da zeigen. Benny Benny. Ben. Oh, der ist so heiß. Wir haben ihm die Flasche über den Kopf gezogen, stimmt's? Mein Make-up. Und deswegen wurden sie an jenem Abend in das Zimmer des Zirkusdirektors bestellt. Habe, du könntest genauso gut Magier sein. Oh, guck an meinen Bauch. Schau die Apps an. Oh yeah, Sixpack. Frag nicht, warum ich Lippenstift frage. Ich mag es einfach. Die Wahrheit ist, gestern sind wir beim Frühstück aneinander geraten. Sie meinen, sie haben sich mit Ben, dem Bauchredner, geprügelt? So könnte man es formulieren. Worum ging es bei dem Kampf? Ben scheint so ein ruhiger Zeitgenosse zu sein. Wir haben wegen meines Zuckerhärtchens geraucht. Dieser ungezogene Widerling hat meinem Zuckerhärtchen gesagt, dass er sie liebt. Würdest du dir das gefallen lassen? Umgezogen? Reden Sie von demselben Ben? Hat ihr gesagt, dass er sie liebt? Sind Sie sicher, dass wir denselben Ben meinen? Ich kann dazu nur sagen, dass ich sauer auf ihn war und ihm was auf den Nuss gegeben habe.
In diesem Moment hat mich der Zirkusdirektor zu sich gerufen und ich erkannte meine Chance. Ihre Chance? Da bin ich zu seinem Zimmer gegangen und ich habe meine Karten auf den Tisch gelegt. Oh Gott. Ich habe gefragt, lässt du mich mein Zuckerherzchen heiraten? Ich zog meine Jacke aus. Der Zugdirektor, genau, sagte mir, das klingt gut. Deswegen ist mein Zuckerherzchen mein Zuckerherzchen. Und nicht das von den einen, oder ihr wisst schon. Verstehe. Da Ben mir so viel Ärger gemacht hat, musste ich ihn zum Schweigen bringen. Ihn zum Schweigen bringen? Was meinen Sie mit ihn zum Schweigen bringen? Das weißt du nicht, mein Herzchen. Trillo kann nur etwas sagen, wenn er mit Ben zusammen ist. Trillo? Die Puppe des Bauchredners. Sie heißt Trillo Quist. Aber eine Puppe kann doch nicht sprechen. Weiß ich doch, deswegen habe ich sie versteckt. Bevor die Polizei gekommen ist und mich mitgenommen hat, versteht. Wenn die Puppe aus dem Holz fahren würde, wäre ich erledigt. Sie haben ihn versteckt? Sie meinen die Puppe des Bauchredners? Du bist so clever, Herzchen. Wo haben sie ihn versteckt? Was, Herzchen? Du hast doch nicht etwa vor, ihn zu meiner Verteidigung zu verwenden? Nun, Ben scheint ganz schön einsam zu sein ohne seine Puppe. Fabelhaft! Das sollte ihm eine Lehre gewesen sein. Na gut, ich habe Trillo im Zirkusdirektor. Im Zirkusdirektor habe ich ihn versteckt, ganz. Es macht dir doch nichts aus, Trillo von dort zu holen, meine Süße. Kein Problem. Überhaupt kein Problem. Danke, Max. Du weißt doch, du musst tief graben. Dass ich es nicht ertrage, wenn meine Herzchen Probleme haben. Sollten sie auch keine Puppen verstecken. In Ärschen von lebenden Menschen sollten sie keine Puppen verstecken. Nee, er ist tot, also. Ja, stimmt, er ist ja jetzt tot, dann ist das ja was anderes. Ja. Hä? Ben ist nicht mehr hier? Ja, ich wollte ihn etwas fragen. Es ist kalt hier draußen, vermutlich ist es ein Zelt. Na, hier liegt Schnee und du hast immer noch dein Akolyten-Outfit an, ne? Sie trägt auch nichts anderes. Ja, nö. Und Phoenix immer nur seinen blauen Anzug. Was denkst du, Nick? Nick, ich frage mich, ob wir Fortschritte machen. Sei nicht so pessimistisch. Natürlich machen wir Fortschritte. Aber alle mochten den Direktor. Und es gibt keine Fußspuren im Tatort. Es sind noch viele Rätsel zu lösen. Natürlich. Und jetzt ist Regina nicht mehr hier. Da sehe ich keinen Zusammenhang. Okay, auf zum Zimmer des Jägers. Wo ist denn? Sieht aus wie immer. Völlig unordentlich. Bei der Unordnung merken sie sicher nicht, wenn noch ein Poster fehlt. Wirst du wohl aufhören, du Posterdiebin. Ich mache nur Spaß, du weißt doch, dass ich schon eines dieser Poster bekommen habe. Hey. Du meinst gestohlen habe. Haha! Ja, konzentrieren wir uns lieber auf Max' Aussagen. Er sagte, dass er Trillo irgendwo in diesem Zimmer versteckte. Trillo. Oh, die Puppe des Bauchredners. Oh yeah. Oh yeah. Wo könnte sie denn sein? Diesen Tisch benutzte er, wenn er Gäste empfing. Ihh, da ist getrockneter Schlamm auf dem Tisch. Jemand mit schrecklichen Manieren muss seine Füße auf den Tisch gelegt haben. Nick, denk nicht mal dran, das nachstellen zu wollen. Habe ich nicht. Für wie mies hältst du meine Erziehung? Du weißt es vielleicht nicht, aber das hier nennt man einen Frack. Ja, das weiß ich. Und das hier nennt man das Gesicht von jemandem, der das schon wusste. Hm. Was? Ein Stück weißes Papier ragt aus der Jackentasche. Wo? Ganz ruhig, Maya. Du kannst nicht einfach so die Mäntel anderer Leute durchwühlen. Ah, der ist doch eh tot. Das war sehr respektlos. Nick, Trophäen. Tatsächlich, sieh nur, wie viele Preise dieser Zirkus gewonnen hat. Zum Beispiel Quiz Champions aller Bezirke, Minigolfmeister der Zirkusdirektorvereinigung, Bierbauch Ballonhüft Champion, großer Preis des Tierstreichelns. Wow, unglaublich, was für ein Multitalent der Direktor war, haha. Da liegt etwas unter dem Bücherregal.
Das ist... Das ist Trilo! Das ist Bens Puppe! Da hast du wohl recht. Wir werden sie ihm später zurückgeben. Geil, Phoenix gab Trilo Quist an Maya weiter. Warum muss ich dieses Ding tragen? Das steht dir. Als Maul Maya. Niemand interessiert. Als gruselig ist. Ja, richtig. Warte, ich will wissen, hier kommt Trilo, anderes, also zu eine Bauchrednerpuppe, ein Operntenor und Bens Kumpel, ein Operntenor. Oh, dann weiß ich schon, wer den spricht. Na, ich soll ihn sprechen, aber du sprichst ja Ben, deswegen. Ne, ich spreche Ben, und das hat doch nichts damit zu tun, okay. Das sind zwei verschiedene Personen. Ja, na gut. Oh, hey, Ben! Hallo. Ebenfalls hallo. Schrecklich kalt heute, nicht wahr? Ja, in der Tat. Findest du nicht auch, dass es kalt ist, Nick? Ich wüsste nicht, wie ein Gespräch über das Wetter uns bei unserem Fall helfen soll. Nick! 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 Was passiert? Nick! Nick! Sagen Sie uns, was Sie über den Mord wissen. Nick! Wissen Sie überhaupt etwas? Ich weiß gar nichts. Nun. Nun, ich weiß. Okay, wir geben dir deine Puppe. Hier, mein Freund. Ah, Ben, das gehört Ihnen, oder? Ja, das gehört mir. Hier, bitte. Yay. Na gut, Maya, gehen wir. Es ist Zeit, nicht wahr? Wir sehen uns, Ben. Oh, okay. Also, Nick, wo gehen wir jetzt hin? Mal sehen. Vielleicht könnten wir nochmal mit dem... Hey, wartet! Wer hat das gesagt? Wo guckt ihr hin? Ich bin hier, ihr blinden Hühner. Was ist euer Problem? Wisst ihr nicht, wie man jemanden ordentlich grüßt? Ben? Sind Sie das, Ben? Oh, okay. Nein, ich würde niemals... Ich war das, ja ich, hier unten. Du bist Trilo? Der Quist für dich. Lern erst Manieren, bevor du meinen Namen in den Mund nimmst. Und jetzt versuch nochmal mit mir zu sprechen, aber mit etwas mehr Respekt. Nicht, dass wir... Herr Quist, besser? Nein, schau mich an, wenn ich mit dir spreche, du traurige Gestalt von einem Anwalt. Trilo, wir haben doch über das Beleidigen gesprochen, du hast es mir versprochen. Au! Aber er hat mich verhöhnt, gemeint zu Raubbullen zu sein, wann ich Teile abmache. Tut mir leid, Trilo. Nick, was ist da gerade passiert? Trilo ist doch immer noch eine Puppe, wie oder? Wie nennst du dich, dass du mich eine Puppe nennst? Würden Sie sich das bitte mal ansehen? Ich... Ich schätze, Sie brauchen es sich nicht anzusehen. Also, was passiert? Sagen Sie uns, was Sie über den Mord wissen. Sprichst du mit mir? Du gefälligst zu mir, wenn du mit mir sprichst. Trilo, Quist, benimm dich, junger Mann. Als Maulwoody. Klee. Von was für einem Mord spricht ihr da? Der, bei dem Sie da einen Mann kalt machen. Wie kommt ihr auf Woody? Ja, wegen Benjamin Woodman. Ach so, okay. Wegen Woody. Ich schätze schon. Kein Grund, so einen Aufstand drum zu machen. Dieser alte Dussel hat uns nur einen Apfel und Nein gezahlt. Trilo, so etwas kannst du nicht sagen. Ich habe dich anders erzogen. Musst du jetzt nicht deine Nerven nehmen oder sowas? Diese beiden sind wirklich ein seltsames Paar, nicht wahr, Nick? Okay, ich rede. Opa bekam einen Schlag auf den Kopf. Da will ich euch das mal erklären. Das Gehalt stinkt, der Clown stinkt und mein Partner hat die Hand in meiner Hose. Dein Partner? Du meinst Ben? Ja, dieser gruselige Alte, der mich niemals alleinfassen kann. Sag ihm, er soll Leine ziehen. Ja, er ist nur einer von den vielen Deputy. Oh, meine! Aber ich muss einräumen. In die
dieser Kloake menschlichen Abfalls, die sich als Zirkusdarsteller verkleidet, habe ich meine Madonna gefunden. Deine Madonna? Regina, meine geliebte Regina. Sie ist unwerfend, nicht wahr, Ben? Nun, ich würde nicht unbedingt so weit gehen. Ihr müsst ihn entschuldigen, er weiß nicht, was er sagt. Ich andererseits bin ein Bewunderer echter Schönheit, darum werde ich sie heiraten. Heiraten? Geil, hochmütiger Trottel. Der Direktor hat von diesem blinkenden Betrüger eins auf den Schädel gekriegt. Du meinst Max Galactica? Warum sagst du das? Trilo, reiß dich zusammen. Du darfst niemanden so beschuldigen. Ich zusammenreiß, ich bin aus Holz. Du warst übrigens auch da, du weißt, was war. Sie waren tot? Wenn euch das so interessiert, verrate ich euch die Wahrheit. Du wirst Regina heiraten? Genau, sie hat die Freuden und ich ließ sie erwarten, nicht wahr? Aber sie schien ein wenig besorgt über die ganze Situation. Nun, sie... Sie hat mich nicht, ich treffe die Wahl, nicht sie. Ich bin sexy, wir werden ein Paar. Ich weiß, dass du so denkst, aber... Aber was? Ich mach dir ein besonderes Geschenk, ein wundervolles Geschenk eines Liedes. Du hast ja ein Lied geschenkt? Nun, ich bin ein bekannter Tenor. Es wird euch freuen, dass ich beschlossen habe, euch mit meinem Lied einen Look fickt euch. Du sollst mich berühren, du sollst mich küssen, du sollst mich fliegen, der Rest ist privat. Nun, die Melodie ist ziemlich schön. Aber der Text, ich denke, daran musst du noch arbeiten, ist viel zu anstößig. Wer hat dich denn gefragt? Ich bin der Künstler. Danke, jetzt wo Trilo hier ist. Jetzt wo Trilo hier ist, heißt das, jetzt können sie normal reden. Ey, Arschgesicht. Der sagt echt Arschgesicht zu mir, Mann. Das ist... Oh, meine Fresse, ey. Ah! Du freust dich bestimmt auf morgen, nicht wahr? Ihr Krankenwagenjäger. Wisst ihr, es wird Zeit, diesen verdammten Magier einfach einmal loszuwerden. Genug, blablabla. Gehen wir endlich zum Griech. Ah, hey, einen Moment. Nick, was passiert hier? Du hast ein Zeuge für die morgige Verhandlung. Oh. Fucking. Dieses scheiß Arschloch. Nimm mich einfach Arschgesicht. Was soll die Scheiße? Was in aller Welt ist nur mit Ben und Trilo geschehen? Die beiden sind schon ein seltsames Paar. Was hat diese Puppe bloß... Oh nein, was ist jetzt? Ah, die Scheiße. Das macht schon 60 Grad. Ah! Sag mir jetzt nicht, Tatman. Wieso heulst du? Was ist los, Nick? Das Affen, meine Weißbock. Dieser Affen. Ah, meine Mark. Harambe! Was? Was ein süßes Gesicht, Herr Anwalt. Du siehst ja völlig umrumpelt aus. Regina! Du und die Affe. Hey, kein Grund, böse zu werden, okay? Aber meine Anwaltsmarke, mein wertvollster Besitz. Keine Sorge, ich helfe dir. Okay, wenn du das sagst, ich brauche meine Marke doch, um sie vorzuzeigen. Apropos, der Name des Affen ist Manny. Manny der Affe. Sein Name ist Harambe? Fucking ey! Harambe, der Gorilla. Der Gorilla heißt Harambe. Also, Harambe? Ja. Nun, der reiche Gorilla hat meine Anwaltsmarke gestohlen. Ich hätte sie gern zurück. Ich sehe mal, was ich tun kann. Sogar ich habe Probleme mit Harambe. Ja? Sobald Harambe etwas Glänzendes sieht, trägt er es nach Hause. Genau wie das Kind von damals. Es war so glänzend, er hat sich das Wasser geschleiert. Und wurde deswegen erschossen. Oh Mann, ey. Das ist ziemlich witzig. Nein, das ist nicht. Nun, ich schätze, ich muss herausfinden, wohin Harambe verschwunden ist.
Ich denke, das ist die beste Möglichkeit. Onkel Mo könnte es eventuell wissen. Hä? Du weißt es nicht? Nun, Harambe und ich sind nicht gerade die besten Freunde. Was? Er ist nicht die Art Tier, mit der ich arbeite, auch wenn er gebändigt werden muss. Oh, ich verstehe. Zu Mo gehen. Ich schätze, es wird Zeit, dem verrückten Clown erneut einen Besuch abzustatten. Wie habe ich denn da nochmal gesprochen? Schock. Ja, so. Okay. Würdest du uns bitte etwas über Ben erzählen? Ei. Ben? Du meinst den Kerl, der dauernd mit Trillo herumhängt? Was meinst du mit herumhängen? Nun, er war da, als Trillo mit ihr sagte, dass er mich liebte. Trillo sagte dir, dass er dich liebt? Ja, er sagte, wie irgendwie niedlich. Also fickt euch. Er ist so klug und so ein wundervoller Sänger, ich liebe ihn. Aber er ist eine fucking Holzpuppe. Was soll mit Ben sein? Was soll mit der Holzpuppe sein? Ich bin objektophil. Lass mich. Er hat nichts mit meiner Liebe zu Trillo zu tun. Wir sind im Studentenglas hier. Wir sind im Stundenglas, während die Tage im Zirkus. Regina, man hat ja einen Heiratsantrag gemacht, oder? Ein Heiratsantrag? Nö, das wird wohl noch eine Weile dauern. Hä, wirklich? Das ist seltsam, oder Nick? Ja, Max und Trillo sagten beide etwas anderes. Sie sagten, sie hätten um Reginas Hand angehalten. Ah, aber Max sprach nur mit dem Direktor darüber. Das hatte ich vergessen. Er bat den Direktor um ihre Hand, nicht Regina selbst. Also hat Trillo sie noch nicht selbst gefragt? Was? Er will meine Hand anhalten? Ich bin so verwirrt. Wie ist es mit dir, Maya? Was? Wen sollte ich deiner Meinung nach nehmen? Max oder Trillo? Moment. Was ist mit deiner Stimme? Du weißt doch, dass Trillo eine Puppe ist. Hä? Ist mir egal. Bin etwas steif. Oh, mein Leid. Junge! Scheiße! Ganz steif! So alles behindert! Kerl. Richtig steifer Kerl! Wo ist er eigentlich? Ist mir egal, wenn er etwas steif ist. Ah! Eieiei. Oh, mal sehen, ob Gams schon noch da ist. Na, nee. Skip. Hä? Inspektor Gumshoe ist bereits gegangen. Ja, lass ihn einfach eine Weile in Ruhe, okay, Maya? Ich bin sicher, dass er sich bloß einsam fühlte und zum Revier zurückgekehrt ist. Er stand aber den ganzen Tag nur auf diesem Platz. Richtig. Oh, Mann! Wenn das nicht der gute Handwriter ist. auch als Wright weiß man nicht immer Bescheid, nicht wahr? Siehst du, Nick? Schließlich schadet es doch nicht, manchmal zu lachen. Wie kann ich euch helfen? Ist dir kein guter Witz eingefallen, den du mir nicht erzählen möchtest? Da machst du mal auf dem coolen Stuhl, der cool Stuhl da hinten. Bequem, Mann. Coolen Stuhl, sie meinen wohl. Yep, da hast's. Genau das hab ich von dir erwartet, Mädchen. Tolles Wortspiel, nicht wahr? Du weißt wirklich, worauf es beim Clown ankommt. Ich hasse dich. Okay. Regina. Also, was Regina angeht. Regina ist ein feines, unschuldiges Mädchen. Und sie ist so süß. Sie ist beim Zirkus aufgewachsen, weißt du? Aber das heißt auch, dass sie kaum etwas außer der Welt, außerhalb des Zirkus, außerhalb. Klingt irgendwie nach Pearlie. Für sie ist es der Traum vieler Kinder vom Zirkus jeden Tag Realität. Sie lebt in einer Traumwelt. Oh, Eskapistin. Jeden Tag hat sie tanzende Tiere, fliegende Männer und einen lustigen Clown um sich. Lustig.
Und das Komische ist, dass es hier ganz normal vorkommt, denn es ist ihr Alltag. Das erklärt, warum sie eine Bauchrednerpuppe heiraten will. Frag mich nicht, ob dieses Traumbett gut oder schlecht für sie ist. Für einen Clown, wie ich es bin, gibt es nicht so was wie Probleme. Kennen Sie einen Affen namens Harambe? Ah, klar, Harambe! Er hat meine Anwaltsmarke gestohlen. Nun, Harambe merkt alles, was glänzt. Klar, dass er das auf die Marke abgesehen hat. Aber du kannst ihn niemals verfolgen. Ja, warum denn nicht? Oh, ich weiß warum. Mit Affenkram wollen sie doch nichts zu tun haben, oder? Ah, genau, bravo, bravo! Jetzt reicht's aber mit den schlechten Witzen. Manni gehört nicht zu mir. Aber es ist Harambe, nicht Manni. Harambe, zu wem und wer ist Manni? Ja, das will ich dir gerne zeigen. Ich meine, jetzt gleich? Ja, aber was will er uns zeigen? Das erfahren wir erst im nächsten Part, oh mein Gott. Mein Penis! Nee, bitte nicht. Nein! Gut. Dann bis zum nächsten Mal.